Aber naja, lassen wir es halt mal so stehen. Es bleibt uns eh nichts anderes übrig. So, komm, das nehmen wir mit und jetzt gucken wir wirklich dann ganz nach oben. Hey! Also, sofern wir, ja, hier kommen wir ganz nach oben. Lauf hoch, Link! Was? Bienen! Juhu! Können wir die eigentlich so? Nö. Ah doch, das geht. Nein, jetzt hat... Frag mich jetzt nicht, warum ich jetzt versehentlich eine Bombe gelegt habe. Aber ich habe versehentlich eine Bombe gelegt. Ja, vor allem Dekobienen haben wir ja fast gar keine, ne? Wie man sieht. Hey! Nein, und ich... Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich die Bienenwabe holen. So, und hier war dann die Kiste, oder? Genau. Schauen wir aber zuerst noch, ob wir hier noch irgendwas Tolles finden können. Nö, sonst ist hier nichts. Ich rolle hier dagegen, aber da hängt ja nichts oben. Das würde man ja sehen. Gut, ja, dann holen wir halt einfach nur die Kiste. Ich hätte eigentlich erwartet, hier jemanden anzutreffen, aber das scheint noch, das scheinen wir noch etwas zu früh dran zu sein, wie es aussieht. Na gut, okay. So, loslassen. Zack. Und wir öffnen die magische Kiste. Ja, ein Herzteil, sehr schön. Eines brauchen wir noch, dann haben wir einen neuen Herzcontainer. Aber der praktische Nebeneffekt ist, dass hier auch mal alle Herzen wieder aufgefüllt wurden. Moment. Ah. Ja. Klug, Link, hast du toll gemacht. Ja komm, das wird sich nicht auszahlen, dass wir hier uns reingraben in diese Löcher, die da waren. So, also, wir müssen die ganzen Himmelsgeister wieder aufsuchen. Und sie um ein Lied anbetteln. So, wir könnten hier noch ein paar Kistchen holen, aber... Nee, komm, das machen wir jetzt nicht. Kisten sammeln machen wir dann später mal. Ne? Jetzt erstmal haben wir eine Aufgabe zu erfüllen. So. Gut. Und schnell durch das Portal. Das Schöne ist, dass es hier jetzt so schön Wetter ist, dass es nicht mehr so grässlich dunkel ist innerhalb der Sturmwolke. Ich hoffe, das bleibt so, solange Narisha hier unterwegs ist. Aber ich denke schon. Ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke schon, dass es so bleibt. So, wir beginnen unsere Suche natürlich wieder im ersten Gebiet, wo wir waren, nämlich im Wald von Firona. Ja, komm. Wow, oh mein Gott, nein, der Wirbelsturm. Aber der hat auch was Positives, weil der wirbelt uns eigentlich ganz herum. Eigentlich ist das voll praktisch, so ein Wirbelsturm. So. Gut. Also, wie gesagt, wir visieren den Wald von Firone an. Nein, wir müssten auch endlich mal wieder ein paar Werkzeuge und Waffen herstellen. Aber ich glaube, da haben wir nicht genügend Materialien. Da bräuchten wir noch ein paar Materialien. Müssen wir noch sammeln. Vor allem Wüstengras, glaube ich, brauchen wir noch ganz viel. Weil wir haben fast kein Wüstengras gesammelt. Das sind diese lustigen Bällchen, die da so herumfliegen in der Wüste. Aber ich würde mal sagen, dann nehmen wir da ein paar mit, wenn wir die Artefakte der Göttin suchen. Und abspringen. So. Gebiete, ich habe dir etwas zu berichten. Was ist hier passiert? Im Wald von Firone hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht möglich. Na gut, dann gehen wir doch hier in den Tempel des Siegels, Hintereingang. Ja, wir können ja sonst nirgends hin, ne? Leider. So, hallo Vogelstarte. Was? Was? Ich kann hier nicht durch? Warum nicht? Wow. Oh, sorry. Das war mein Mikro. So. Gut, ja, dann laufen wir eben hier hoch. Versuchen wir es über den Weg. Komisch, dass ich hier nicht rein kann. Ich muss doch zu dem... Moment, wo war hier der Gott eigentlich? Was passiert? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh. Hey. Nein. Hey, Link, gibt's das denn? Dieser Kerl ist schon wieder zurück. Einen Moment, ich bring mich schnell in Stellung. Verdammt, wir haben ewig schon nicht mehr gespeichert, merke ich gerade.
Ach nee, komm. Ich muss unbedingt noch speichern. Was zum? Oh, oh, gleich geht es los. Keine Panik. Du kennst ja den mächtigen Katapult bereits, ne? Solange wir das haben, kann uns dieser Koloss keine Angst einjagen. Dieser Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Link, pass auf, dass er nicht zu nahe kommt. Nein, was mache ich? Ich muss unbedingt speichern. Ich muss unbedingt... Ich kann nicht... Nein, ich kann nicht mehr hoch. Oder? Ich muss hier hoch. Ich muss speichern. Na toll. Ja, komm, der soll hier... Können wir da rein? Geht das jetzt noch? Ja, cool. Okay, komm, wir laufen. Wir laufen davon. Wir... Ja, bitte. Warum hier Pflichten und so? Hallo? Nö. Hallo? Sollen wir in die Vergangenheit reisen? Einfach mal, weil es so lustig ist. Nee, komm, wir müssen speichern. Weil wenn uns der vernichtet, dann ist der ganze Fortschritt futsch. Und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt haben wir wahrscheinlich das ganze Spiel verbuggt, oder? Türchen, öffne dich. Ja, gut, wenn es nichts hilft, dann muss ich Link natürlich hier wieder nachhelfen. Obwohl ich diesen Kampf hier eigentlich nicht so gerne mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Ausdauertrank habe ich natürlich wieder keinen mit. Aber ich habe nicht gewusst, dass es schon wieder so weit ist. Und das Siegel bricht auf. Nein, ich bin gespannt, was ihm jetzt gewachsen ist, weil letztens sind ihm ja Arme gewachsen. Mal sehen, was er jetzt kann. Ja, nix. Dürrverbannte Phase 3. Link, sieh ihm nicht zu lange zu. Ich meine, gut, er scheint noch schneller zu sein. Da ist er schon wieder. Der Kerl ist nicht klein zu kriegen. Link, machen wir es einfach wie beim letzten Mal, was? Was sagt ein Feider eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Du stehst dem Verbannten gegenüber. Ja, dieses Wesen fungiert als Seelengefäß, bla bla bla. Genauere Daten sind mir nicht gekannt, bla bla bla. Ist mir egal, komm. Lass es. Er ist voll schnell. Da habe ich echt ein bisschen Respekt, wenn der so schnell ist. Das Problem ist nämlich, wenn der so schnell ist, ja. Da komme ich gar nicht nach, weil... Ich muss ja hier dem Strom auch ausweichen. Ich gehe mal davon aus, dass ich das nicht mit dem Schild abwehren kann, oder? Ja, toll. Ja, toll. Mein So-Link wird das definitiv nichts. Und ich mag's immer wieder. Ich mag diesen Kampf nicht, habe ich schon mal erwähnt, oder? Weil das Problem ist, ich traue mich jetzt Bardo gar nicht einsetzen, weil was ist, wenn... Was ist... Toll, danke. Ja, komm, wir setzen ihn jetzt ein. Und wehe, da versucht nachher dann gleich wieder hochzuklettern. Dann gibt's was auf die Nuss. So, er ist paralysiert. Gut. Und schnell hier. Ja, komm. Gut, wunderbar. Eine noch. Okay. Und er fällt zu Boden. So, und durchkommen wir natürlich wieder nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. So. Und einmal. Und zweimal. Und dreimal. Sehr gut. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder rot, oder? Und für uns und krabbelt am. Nee, nicht mal. Er krabbelt nicht mal am Boden dahin. Was macht er jetzt? Was hat das zu bedeuten? Ach ja, je. Was? Jetzt fliegt er auch noch. Ich glaube, er will direkt zum Tempel. Los, holen wir den Kerl vom Himmel. Ja, müssen wir wohl oder übel eh. Ach ey. Gut, ich denke mal, der Ring bedeutet, da soll man durchschießen. Hey! Kaboom! Und ich hoffe nur, jetzt fällt er wieder ganz nach unten. Bitte fall wieder ganz nach unten. Gott sei Dank.
Wow, das war knapp. Mein Katapult hat mal wieder seinen Zweck erfüllt. Und jetzt auf ihn, beeil dich. Ja, wo ist er? Da ist er. Runter da, schnell. Was machen wir? Müssen wir ihm schon den Zapfen wieder... Ach, wir müssen den Zapfen schon wieder reinrammen. Der Kampf ist ja voll abwechslungsreich geworden. Was ist jetzt mit roter Eisenbahn? Nix. Und der Zapfen kommt wieder raus. Na, verdammt. Schön. Willst du jetzt wieder fliegen, oder? Natürlich fliegt er wieder. Ach, ey, verdammt. Oh mein Gott, was ist das? Das Beben hat den Weg verschüttet. Ich komme hier nicht weiter. Was tun wir jetzt nur? Link, steig zum Tempel hoch und komm dann schnell hierher. Ja, machen wir einen Moment. Spannend, es wird spannend. Wir müssen schnell zum Tempel hoch, weil Bardo hat ein Problem, ja? Bardo hat ein Problem mit der Munition. Das ist prinzipiell gar nicht gut. So, aber wir sind bald oben. So, wo ist Bardo? Ah, sind wir hier schon? Nein. Andere Richtung. Andere Richtung. Oh mein. Ah, der Todbringer. Er kommt hoch. Schnell. Link, lauf, schnell. Ah, verdammt. Ja. Nein! Ich bin fast da, Hey Link, ich habe alle meine Bomben aufgebraucht. Jetzt bleibt nur noch eins, Link. Du musst dich direkt auf seinen Kopf schleudern. Beeil dich, das ist der einzige Weg. Ja, ist okay. Hineinklettern. Gut, bist auf den Katapult, ziele auf den Siegelstein auf den Kopf. Moment. Hey! Ja, wie cool ist das denn? Und rein damit, und rein damit, und rein damit. Alter, oh mein Gott. Boah, das war jetzt ja wieder mal richtig knapp. Link, du musst nur jetzt hier irgendwie runter von dem Ding. Link? Wo bist du? Ich hoffe, du nimmst den Paraschall dann her, bevor du landest, sonst stirbst du. Wollen wir natürlich nicht, ne? Der Todbringer ist wieder einmal besiegt. Doch wird es das letzte Mal sein? Ich befürchte nicht. Los, Link. Lenke den Himmelstrahl auf den Siegelstein. Schnell. Achso, wir sind eh da herum. Das ist schön. Zack. Ja. Ach, was ist das für ein interessantes Versiegelungsmuster? Ja. Komisch, das schräg mag er nicht. Wir haben den Verbannten erneut gebannt. Mit einem neuen Bannsiegel. Ob dieses Bannsiegel länger hält, ich hoffe doch. Wir werden sehen. Ich hoffe doch, ich befürchte nicht. Puh, Link, das war wirklich knapp. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich gehe gleich zum Tempel. Beeil dich und komm nach. Ist okay, Bardo. Aber bitte repariere dein Katapult, weil nächstes Mal brauche ich dich wieder. Ich verlasse mich darauf, dass der mit dem Katapult hier und dann, naja, gut, musste ich wieder ausweichen, ne? Musste ich als Bombe fungieren quasi. Aber wie da auch wirklich alles auf Anhieb passen muss, wenn ich mich nämlich hier jetzt nach unten geschossen hätte versehentlich, dann hätte ich das niemals mehr geschafft. So, da nach hinten müssen wir. Also, das ist schon ein bisschen Herausforderung, ne? So ist es nicht. Ja, Link, ich weiß, du bist außer Atem, doch ich kann dir nicht helfen. So, aber jetzt schauen wir mal, ob wir hier Bardo helfen können. Moment. Nö, das ist eine Wand. Ihr seht, das ist eine Wand. Okay, schade, wir kommen da nicht drüber. Gut, ein paar Herzen holen wir uns schnell. Weil wir sind natürlich wieder ganz leer, wie man sieht. Also relativ leer, nicht ganz voll, sagen wir so. So, und rein da. Du hast dieses Ungeheuer ein drittes Mal gebannt.
Link, Bardo, ihr beide habt Großes geleistet. Aber die Abstände, in denen dieses Ungeheuer das Siegel bricht, werden immer kürzer. Wir haben kaum noch Zeit. Hast du einen Hinweis auf den Verbleib des Triforce gefunden, Link? Ja, haben wir, Mütterchen. Du suchst also die drei Drachen. Und wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weist es dir den Weg zum Triforce. Von hier aus ist der Wald von Fyrone am nächsten. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Es gibt allerdings ein Problem. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Irgendwie wurde der Wald von Fyrone überflutet. Ich musste zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um zu verhindern, dass das Wasser auch diesen Tempel überflutet. Du kannst das Tor also nicht öffnen, denn sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellt sich die Frage, wie du in den Wald von Fyrone gelangst. Aha, das könnt ihr mir überlassen. Bei dem Kampf vorhin ist mir eine neue Anwendung für mein mächtiges Katapult eingefallen. Wir schießen dich einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Ich bereite alles vor. Komm schnell nach, Link. Ja, der Bardo, der ist voll motiviert. Ach, er ist im Grunde ein guter Junge. Aber er stellt meine Geduld ganz schön auf die Probe. Also dann, Link, gib auf dich Acht. Ja, machen wir. Gut, ja, also jetzt... Sie sagt, gib auf dich Acht, Link, und erlaubt uns, dass wir uns mit dem Katapult in den Wald katapultieren lassen. Moment, ich werde mal kurz ein paar Vögel... Snack. Cool, wir haben gleich zwei gefangen. Sehr schön. Blaue Vogelfedern bräuchte ich auch mal wieder. Okay, ja, gut. Unsere Herzen sind wieder voll. Das ist schön. Und dann schauen wir mal, was Bardo da jetzt vorhat. Was ist da? Achso, das ist... Ich dachte mir schon, was ist das? Das ist nur eine Fackel. Da kommen wir nehmen die Käfer auch mit, wenn sie schon mal hier sind. Von denen haben wir zwar sehr viele schon. 12. Ich frage mich ja immer noch, was in der dritten Reihe das zweite Insekt ist. Ob wir das irgendwann nochmal finden. Ich vermute mal, es ist irgendwo in der Wüste. So, Bardo. Twist in den Wald von Fyrone. Ich kann dich mit meinem mächtigen Katapult direkt hinschießen. Ja, bitte. Na dann, lass mich mal machen. Ab in den Wald von Fyrone. Auf geht's. Feuer. Ja. Link, du lässt dich schon auf alles ein, ne? Oh mein Gott. Es ist wirklich alles überflutet. Wald von Fyrone. Komm, wir reden mit dem Dickerchen. Ach, guck mal, die kleinen süßen Spobbel. Blub, 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 blub. Ja, es ist alles überflutet. Ich sehe es. So, wir machen mal schwimmen, weil das geht schneller. Hui! Oder geht schneller? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal raus hier. Okay. Oh, du bist doch. Ach ja, ich hatte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. So, Link, also komischer Name. Wie auch immer, was kann ich für dich tun? Was ist mit dem Wald passiert? Hast du gesehen, was passiert ist? Aus dem großen Baum hinter mir kam plötzlich Wasser geschossen und nun war der ganze Wald überschwemmt. Nämlich nicht nur ein bisschen, sondern richtig überschwemmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber so werden wir vielleicht wenigstens die Monster los. Ja, aus dem... Okay. Also ihm gefällt der Wald so ganz gut, mir aber eher nicht. Ich müsste da hoch irgendwie. Naja, irgendwie, ich weiß nicht, ob das so toll ist hier, der Wald so. Bin ich mir echt nicht sicher. Hui. So. Was ist mit euch? Oh, der Wasserdrache ist hier. Versteckt sich hier irgendwo. Oh, der Wasserdrache war es. Nur er kann den Wald so verändern. Verändern. Ja, ist okay. Das Tolle ist, wir müssen genau den Wasserdrachen suchen. Die Frage ist, wo ist er? Der Große sagt, es kam aus dem Baum. Das ist die Frage, ne? Sollten wir in den Baum reingucken? Ach ey, das sind ja lauter böse Viecher. Schaffen wir das? Nö, das geht sich niemals aus. Kommen wir hier irgendwo jetzt hoch? Ach, giftige Blasen gibt es ja seit neuestem auch. Na toll. Kommen wir da jetzt irgendwo rein?
Ich höre... Ah, da strömt Wasser raus. Okay. Also da kommen wir definitiv nicht rein, weil da strömt Wasser raus, ne?